Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean's Heart. Wir sind gerade im Lotus Watt und auf der Suche nach einer Höhle. Deshalb dachte ich mir, wir starten mal unsere Suche und laufen hier nach hinten, denn ich glaube, hier waren wir überhaupt noch nie. Hier, glaube ich, ist die Krähenfeste, wenn ich mich recht erinnere. Die haben wir aber schon vor langer Zeit gelootet. Und hier ist auch schon eine Höhle. Sehr nice. Sieht sehr richtig aus. Ich habe auch gehört, mittlerweile man kann, muss ich mal gucken, das möchte ich gerne ausprobieren, wenn wir schon noch einmal die Möglichkeit dazu haben. Ah, mit diesem Schild kann man 4 Knöpfe gleichzeitig betätigen. 20 Kronen und eine Seekarte von Gabamond. Mit ihr kannst du ohne Probleme zu diesem Ort navigieren. Ich glaube, da hätten wir vorher auch schon hingekonnt, weil wir dort schon waren, aber ist egal. Gut. Ja, das Geld nehmen wir auf jeden Fall. Und dann geht unsere heutige Mission auch gleich weiter hier. Denn ich hatte vor... Wartet. Hier oben in den Versuch, in den Palast zu gehen. Korrekt, hier haben wir ihn schon. Versunkener Palast. Genau, hier sind wir bisher nicht weitergekommen. Okay, wir brauchen unsere Pfeilis. Und let's go. Machen die Absperrung auf und los geht's. Oh, sollen wir uns ein bisschen heilen vielleicht? Ja. Können wir uns ein bisschen leben und dann let's go. Ja, in der letzten Folge haben wir die... Keine Ahnung, schnelle Rolle freigeschaltet? Oder wie würde man das nennen? Okay, quite nice. Aber da drüben war auch noch ein Eingang. Nur nicht vergessen. So, hier brauchen wir über Bomben, Bomben, Bomben. Hier einmal. Hier gönnen wir uns auch ein paar, ist ja egal. Wir haben genug. Okay, also da hätten wir wahrscheinlich eh nicht weitergehen können. So. Was ist hier das Problem? Hoppala. Ach, manchmal. So. Einen echten alten Schlüssel. Okay. Den werden wir noch brauchen wahrscheinlich. Gut, gut, gut. So, dann hier hoch, oder? Zu den Frogs. Was sind das denn für Action Frogs? War hier nicht nur ein Zweiter? Ah ja, hier ist er. Gut. Können wir das lesen? Ich finde es schade, dass wir nicht so. Da hätte er einfach stehen können. Ja, die was, Mutter der See oder wie hieß das? Ich habe schon wieder vergessen. Ich bin ja ein bisschen lost. Ah. Dreidimensionales Sehen macht es irgendwie schwierig. Gut, okay, wir besiegen diesen... Oh Gott, Alter, Frosch. Noch ein Frosch. Gut. Noch ein Button, okay. Gott, ich muss niesen. Sorry. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Oh mein Gott. Wir müssen irgendwie da hoch. Hier brauchen wir einen Key, okay. Oh, hier ist noch ein Button. Interesting. Hier können wir auch was machen. Alter Schwede. Okay, okay. Das ist mir fast nicht ein bisschen zu viel, die ganzen Options hier. Hier haben wir auch noch einen Button. Okay, okay. Das war gerade ein bisschen laggy. Ich glaube, das Spiel kommt gerade nicht drauf klar. Wenn ich ehrlich bin. So, warte. Wo wollten wir gerade hin? Wir wollten noch hier rüber auf jeden Fall. Und mal gucken, was hier so abgeht. Oh, ich wollte gerade sagen, das sieht so nach Bossfight aus.
Wartet mal. Wir werden die Barriere nutzen. Oh mein Gott, okay, nee, so funktioniert mein Plan aber nicht so gut. So, Nummer 1 ist tot. Und Nummer 2 wird folgen. Komm jetzt. Jetzt ist meine Geduld zu Ende. Gut. Eine Gesundheit mehr. Sehr nice. Okay, die nehme ich gerne. Oh, und wir wurden komplett geheilt. Das ist natürlich auch nice. So, ich nehme an, als nächstes sollten wir vielleicht hier lang gehen. Und danach erst in den anderen. In den Stein hat jemand etwas eingemeißelt. Die Schrift ist schon ziemlich verblasst. Zephyrine. Mögen wir unsere Freunde bekämpfen, auf dass sie nicht unsere Feinde werden. In der Ruine des von ihm zerstörten Palastes habe ich diesen Leuchtturm errichtet. Solltest du ihm nach Hause folgen, können wir alles wieder aufbauen. Oh, das ist bestimmt von Gru, der einen Leuchtturm errichtet hat, oder aka mehrere. Okay, was geht hier ab? Ich glaube, hier waren wir schon mal, also hier unten. Ich weiß nur gerade nicht. Es wäre wahrscheinlich unsmart, hier rauszugehen, ne? Das ist wahrscheinlich eine sehr dumme Idee. Aber wo sind wir gerade auf der Map? Mal kurz gucken. Wir sind gar nirgends auf der Map. Ja, das ist ja interessant. Ah! Ja, aber ich will doch! Ah, aber ich habe ein bisschen Panik, wenn wir jetzt hier rausgehen. Ja. Möwenstein, genau. Hier sind wir. Puh, okay. Es ist gespeichert geblieben, zumindest. Der Button. Das müsste... Achso, das da drüben müsste das Ding einfach sein, oder? Das, wo wir das Schwert her haben. Möwenstein. Ja, genau, dort sind wir jetzt. Okay, gut. Dann ist das dazwischen einfach der versunkene Palast. Ja gut, dann ab in den Turm. Ach, das war richtig dämlich. Und Schalter. Ja, der Leuchtturm ist wieder aktiviert. Let's go. Sehr nice. Ich glaube, wir haben jetzt alle Leuchttürme aktiviert. Könnte das sein? Wir haben keine Dings mehr, ne? Doch. Alte Leuchttürme in C4. Wir haben alle 4 Leuchttürme aktiviert. Und wir sollen zurück in die C4-Bucht. Okay. Und Ruinenschlüssel. Ja, wir haben Schlüssel gefunden und haben ihn eingesetzt. Quite nice. Aber dann gucken wir, was hier sonst noch so abgeht. Ah, das gehört gar nicht zum versunkenen Palast. Oh. So, irgendwo ist ja gerade hier eine Tür aufgegangen. Müssen wir jetzt alle Buttons nochmal drücken? Euer Ernst? Hoffentlich nicht. Gucken wir einfach kurz nach. Nee, die Tür ist noch offen, okay. Oh Gott. Das sieht irgendwie sehr verdächtig aus, wenn ich ehrlich bin. Achso, das ist... Oh Mann, da kann man durchgehen, ne? Hoppala. Sorry, Leute. Ich dachte... Ja. Was ist hier los? Wir könnten einen Pfeil benutzen. Aber wir hätten auch nach links gehen können. Die Frage ist nur... So. Okay, was bist du? Du hast deine Krähenfeder gefunden. Während du noch überlegst, warum du sie einsteckst, kannst du fühlen, wie die Blicke der Statuen, vor der du stehst, Löcher in den Hintern brennt. Okay. That's kind of creepy. Sollen wir jetzt hier diese Büsche, irgendwie neige ich dazu, diese Büsche wegmachen zu wollen?
So, hier war, glaube ich, eh nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt immer nach links gucken. Oh Gott, okay. Frogs. Gut. Wow. Hier scheint ja nicht so viel abzugehen. Hier ist Leben. Ah, nach links oder nach unten? I don't know. Oh mein Gott. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen hier eine Bombe. Oder geht es auch so? Yes. Okay. So, und hier ein Pfeil. Und das geht eh nicht weg. 50 Kronen, oh nice. Wartet. Einmal so, einmal so, einmal so. Oh, okay, mhm. Yes, gut. So, der Raum ist geklärt. Gott, in meinem Kopf ist das echt kompliziert. So. Wenn du nicht an Land kommst, werden wir nicht fighten können. Gut, das hat uns aber eigentlich nichts gebracht, wenn ich ehrlich bin, oder? War in diesem Raum nichts? Okay. Wartet. I'm still confused. A bit. Oh Gott, ich bin irgendwie gerade lost. Scheiße. Okay, okay. Ich gehe einfach weiter und hoffe, irgendwie kommen wir dorthin, wo wir hinwollen. Gut, ich glaube, zwischendurch gönnen wir uns mal ein bisschen was zu essen. Bam, 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 bam. So. Nach oben oder nach unten? Waren wir hier nicht schon? OMG. Hä, hier war doch, war hier der Eingang? Oh, ja, gut. Ich glaube, das war's in dem Palast. Ich glaube, wir haben alles gelootet. Ich glaube, mehr gibt's einfach nicht. Dann würde ich versuchen, jetzt wieder zurück ins Lotuswad zu kommen. Ich frage jetzt mal immer wie, aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen. So. Hi. Wie sind wir hierher gekommen und wie kommen wir hier wieder weg? Ist die Frage der Fragen. Hier waren wir auch schon. Wir müssen nach links, wenn ich mich recht erinnere. Links, links, links. Ja, hier sieht's gut aus. Hier sind wir hergekommen. Sehr nice. So, jetzt sind wir wieder back im Lotuswad. Und versuchen nochmal an die Stelle zu gehen, wo wir, glaube ich, in der letzten Folge schon waren. Oder in der vorletzten Folge. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber wir waren auf jeden Fall schon mal bei einem kaputten Palastteil. So, Leute, wir sind jetzt wieder hier, wo Fichtenhöft und Krähenfeste, wir sind gerade da von Norden oben gekommen und haben auch die Folge links von uns gestartet, rechts von uns, oh mein Gott. Gehen jetzt hier runter, hier rüber. Wir sind ja auch immer noch so Konstruktionen. Und hier haben wir auch wieder so eine seltsame Statue, die wir in der letzten Folge schon begutachtet haben. Oder in der vorletzten? Ich weiß es nicht. Genau. Also, ja, das haben wir schon geöffnet. Hier sind ja auch immer noch diese Bögen, die wir auch aus dem Palast kennen. Yes, sir. Jetzt werden wir ein bisschen feilen. Ah, ich hasse diese Vögel so. Oh, Loot. Loot, 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 Loot. Die Vögel sind richtig nervig, wenn ich ehrlich bin. So. Tod den Vögeln. Also wir könnten ja eigentlich rollen. Das wäre vielleicht auch eine smarte Alternative. Damit wir nicht die ganze Zeit getroffen werden. So. Loot für uns. Und schon geht's weiter. Komm. So. Gucken wir.
hier müssen wir lang. Ja, hier müssen wir hin. Sehr nice. Dann gönnen wir uns mal kurz einen Lebenstrank. Jo, ich würde mal sagen, sollten wir hinkriegen, oder? Okay, let's go. Denn hier sind wir bei einer fetten Krähenstatue. Ich meine, die haben wir schon gesehen. Wir waren hier schon mal. Hier ist der Weg verschlossen. Okay, und hier ist nicht viel. Gut, dann. Die Statue sieht genauso aus wie die, bei der du die Krähenfeder gefunden hast. Feder anbieten. Yes, Sir, natürlich. Jetzt fetter Krähen. Fight. Da haben wir, glaube ich, ganz schön gegeben. Will ich jetzt mal behaupten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn mit dem Typen los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir gucken mal, haben wir... Nee, wir haben keinen Trank der Magiewiederherstellung. Wenn wir ihn einmal brauchen würden, dann haben wir natürlich keinen. Wo ist er? Alter Schwede, der Dude macht mich ein bisschen wahnsinnig. Okay, er zieht uns ehrlich gesagt nicht viel Leben ab. Ja. Aber er macht mich ein bisschen krank. Mit seiner Teleportation. So. Wir werden einfach so lange die kleinen Krähen abschießen, bis wir... Wo ist er? Bis wir wieder genug Mage haben, um das hier einzusetzen. So. Oh, das finde ich ja schrecklich. Das wäre ja gerade furchtbar. Alter, also in mir spawnen zählt natürlich. Eieieiei. Wir konnten uns gerade nicht bewegen. Was beginnt? Hä? Was macht der Dude denn? Also langsam wird es mir ein bisschen zu bunt hier. Hallo? Alter Schwede. Boah, wir geben ihm richtig. Alter, der Typ stirbt er doch einfach nicht. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht mal. So, wir können uns mal ein bisschen wieder leben. Hallo? Leben. Sorry. So. Da oben kämpfe ich nicht mit dem. So. Aua. So, jetzt kommt wieder genug Mage. Richtig gut. Oh, er ist tot. Quite nice. Fette Truhe. Holy Macaroni. Hat ja nur ewig gedauert. Aber es war ein anstrengender Bosskampf. Du hast den Krähenfeder-Umhang gefunden. Er fliegt schneller und weiter und hinterlässt eine Spur aus scharfen Krähenfedern, die Gegner Schaden zufügen. Beim Rollen oder bei was? Der Boomerang. Okay. Interesting. Den benutzen wir eigentlich eh nie. Aber wir haben noch so viele leere Felder hier. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Na gut, dann haben wir das auch erledigt. Holy Macaroni. Wieder langsam zurück in die Normalität. So, Leute. Wir sind back in der C4-Bucht. Also es war bisher gerade alles noch normal. Hier, alles ganz normal. Und hier ist jetzt mega strange. Ich wollte nur die Quest abschließen und in
die Leuchtturmquest abschließen. Aber hier ist es jetzt creepy as fuck, wenn wir ehrlich sind. Warum gehe ich überhaupt hierher? Ah, hier können wir die roten Blumen looten. Eieieiei. What the fuck? Okay, es gibt keine Musik. Ich weiß nicht. Und alles ist, sieht creepy aus. Hallo? Hallo, Raune? So, okay. Konzentrieren wir uns auf die eigentliche Quest und auf die Creepiness. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sollten wir da runtergehen, aber ich will vorher mit dir reden. Was geht ab? Da stimmt was nicht. Es gefiel mir schon nicht, als der Nebel herkroch und jetzt liegt ein Schiff in der Bucht vor Anker. Das ist schon, seitdem ich denken kann, nicht mehr passiert. Ja, wir haben ja auch alle Leuchttürme angemacht. Oh, wow. So weit raus kommt sonst niemand. Hast du dich verirrt? Nee. Okay. Gut. Ja, keine Mucke mehr. Instant. Möchtest du an Bord des Geisterschiffes gehen? Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Creepy. Oh mein Gott. Angst. Potter. Holy moly. Okay, die hält was aus. Oh, das war's. Was ist das? Du hast Zephyrines Sturm erhalten. Der Zauber beschwört die Geister des Westwindes, um dir im Kampf zu helfen. Er wird einen großen Teil deiner magischen Energie verbrauchen. What? Warte. Dann mal ganz kurz hier rüber. Nebenaufgaben. Okay, das war's. Oder wie? Die Quest ist irgendwie noch nicht abgeschlossen. Aber ich wollte eigentlich hier gucken. Was kannst du? Oh, wir haben keine Mage. Okay. Dann reden wir mal mit der Leuchtturmwächter. Oh, jetzt ist das Schiff auch weg. Okay. Creepy. Redest du denn auch mit uns? Warst du auf dem Schiff? Was hast du entdeckt? Einen Geist. Und mir geht's gut, aber ich weiß nicht so recht. Der Geist kam mir irgendwie so traurig vor. Schwer zu sagen. Okay. Das war's. Das ist das Gespräch. Okay. Ja, gut. Ist die Quest denn jetzt abgeschlossen? Wir speichern kurz. Quest. Ja. Alte Leuchttürme. Alles abgeschlossen. Sehr nice. Aber, jetzt haben wir endlich wieder genug Mage. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ah, okay, das sind Feen. Ich dachte, das sind Geister, aber es sind nur Feen. Süß. Sehr, sehr cute. Okay, ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause. Wir haben echt einiges erreicht in der heutigen Folge und hoffe, sehen uns bald wieder bei der nächsten Folge. Also bis dahin, ciao.